Obi-Wan Kenobi ist zweifelsfrei mit Anakin Skywalker der leidtragendste Charakter, den wir Star Wars Fans je kennenlernen sollten. Von Qui-Gon über Satine bis hin zu seinem Schüler und seinem Orden verlor er alles. Alles, woran er glaubte, alles, wofür er stand. So sehen wir, dass er sich der Aufgabe annahm, Darth Vader zu vernichten. Zweimal scheiterte er, zweimal konnte er es nicht übers Herz bringen, den finalen Schlag zu vollrichten. Knapp 20 Jahre lebte er mit dem Schicksalsschlag, was er Anakin antat, bis er im Todesstern ein letztes Mal auf ihn treffen sollte. Er übte und lernte, eins mit der Macht zu werden, unter Qui-Gons Lehren. Dabei behielt er seinen Geist, seinen Verstand und wurde Teil der lebenden Macht. Auch wenn er jetzt im Hintergrund agierte, gibt es Informationen dazu, was genau er sich bei Lukes Werdegang abseits der Filme dachte und wie er zu Darth Vader bzw. Anakin Skywalker stand. Was genau Obi-Wan sich bei Darth Vaders Tod und damit Anakin Skywalkers Wiedergeburt dachte und was er am Ende tat. Wir sahen Obi-Wan zuletzt in seiner Serie. Der Abschluss könnte trauriger nicht sein. Er ging davon aus, dass sein alter Freund und Schüler wirklich verstorben sei. Nur noch Darth Vader existierte, die leere Hülle des einstigen Menschen, den er wie seinen eigenen Bruder liebte. Der Grund, warum er ihn nur noch Darth nennt. Dank des Buches Star Wars Obi-Wan Kenobi – Leben und Legende erfahren wir, was Obi-Wan nach den Ereignissen im Todesstern dachte, während er Luke beim Abschluss seiner Ausbildung bis hin zur Rettung seines Vaters beobachtete. Auch wenn die Inhalte des Buches Legends sind, passen sie perfekt in den Kanon. Sie erweitern lediglich die Filme auf logische Weise und sollten jedem Star Wars Fan ein Begriff sein. Spätestens heute wisst ihr also davon. Der Roman führt uns zunächst mit Obi-Wans Gedanken über Darth Vader zu Lebzeiten ein. Das passt sogar mit der Serie überein. Wie Obi-Wan es selbst nach dem Kampf sagte, ist er davon überzeugt, dass Anakin Skywalker wirklich tot war. Alles, was verbleibt, ist die diabolische Maschine, Darth Vader. Er unterscheidet zwischen beiden Charakteren, er sieht sie also als separate Persönlichkeiten an. Diese Ansicht ist nahezu deckungsgleich mit der aus dem Roman, da Yoda und Kenobi beide davon ausgingen, dass Anakin wirklich tot sei. Diese Tatsache wird auch davon gestützt, wie sie mit Luke über Darth Vader sprechen. Beide befürworten nicht nur, sie versuchen sogar Luke dazu zu bringen, Darth Vader zu vernichten. Beide hielten keine Redemption, keine Wiedergeburt des Anakin Skywalker für möglich. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das vermutlich einer der größten Niederlagen in Obi-Wans Karriere als Jedi-Meister. Luke im Gegensatz zu ihm hielt an seinem Glauben fest, dass Anakin Skywalker tief im Inneren Darth Vaders lebte und nicht vollständig vernichtet wurde. Er glaubte, er könnte Anakin zurückbringen und ihn so erlösen. Nach Yodas Tod auf Dagobah übergab sich Luke seinem Vater auf Endor, um zum Imperator zu gelangen und um Vader bzw. Anakin umzustimmen. Im Roman wird uns erklärt, dass Obi-Wan die ganze Zeit anwesend war. So ähnlich wie Qui-Gon es zu Kenobi auf Tatooine sagte, ist Obi-Wan also permanent anwesend. Er sieht Luke also beim Versuchen und Scheitern zu, Anakin Skywalker zurückzubringen. In dieser Situation verspürt er nichts weiter als Reue. Kenobi gibt sich selbst die Schuld dafür, hätte er doch mehr darauf beharrt, Vader zu vernichten. Luke genau davon zu überzeugen, er hätte einen besseren Grund geben müssen, um den letzten Jedi von der Wahrheit, seiner Wahrheit, zu überzeugen. Das sind die Gedanken des Machtgeistes Obi-Wan, als Luke den Thronsaal Palpatines betrat. Dieses Gefühl legte sich nicht, bis Palpatine Luke verspottete und es zum berühmten finalen Kampf zwischen Vader und seinem Sohn kam. In dieser unfassbar gefährlichen Situation hoffte Kenobi auch weiterhin, dass Luke Darth Vader zerstörte. Es sollte so vermieden werden, den Kampf unnötig in die Länge zu ziehen und damit zu riskieren, der dunklen Seite zu lange ausgesetzt zu sein. Gleichzeitig wollte der Imperator, wie wir wissen, nichts anderes. Sein oberstes Ziel war es, Darth Vader durch Lukes Hand sterben zu lassen, um Lukes Fall auf die dunkle Seite zu zementieren. Wir verstehen also, Obi-Wan wollte Darth Vader aus einem anderen Grund zerstört sehen. Die Ursachen für den Fall eines Jedi zur dunklen Seite sind in der Regel Schmerz, Wut, Angst und Leid. All diese Punkte führen einen Jedi zur dunklen Seite, da diese negativen Emotionen dazu genutzt werden, mehr Macht zu erlangen. So wie wir es bei Anakin so häufig in Clone Wars sahen. Palpatine legte sein Vertrauen in Lukes Wut auf seinen Vater, da der Massenmörder Vader von ihm ja nur hätte vernichtet werden können. Das hätte ihn letztlich zum Schüler der dunklen Seite gemacht, was Palpatine voraussah.
ein noch mächtigerer Schüler, als es Darth Vader je gewesen ist. Obi-Wan indes glaubte, dass Luke bereits auf genau diesem Pfad war. Seiner Meinung nach wurde Luke durch die Angst getrieben, nicht durch Wut. Im Thronsaal spürte er nämlich die große Angst Lukes um seine Freunde und Familie, die im All in Lebensgefahr schwebten. Und genau diese Angst führte ja letzten Endes dazu, dass Anakin in Palpatines Klauen landete. Das bedeutet, dass Obi-Wans Hoffnung darin lag, dass Darth Vaders Tod dazu führen würde, Lukes innere Balance zu halten und Frieden mit sich selbst zu schließen. Darth Vaders Tod wäre Lukes einzige Möglichkeit, Herr über diese Angst zu werden. Und erst hier würde Luke inneren Frieden finden, um sich endgültig der hellen Seite hinzugeben. Diese Option und Obi-Wans Ansicht sind nicht so abwegig, wie es im ersten Moment klingen mag. Einem Jedi ist es erlaubt zu töten, wenn nötig. Obi-Wan selbst tötete und vernichtete im Laufe der Geschichte etliche Feinde, Maul of Tatooine als bestes Beispiel. Und wie wir wissen, blieb auch Obi-Wan der hellen Seite ergeben, er blieb dem Pfad der Jedi treu. Deswegen ging er auch davon aus, dass Vaders Tod die Angst vor dem dunklen Lord selbst und der Gefahr seiner Freunde bannen würde. Die Angst davor, selbst zu Darth Vader zu werden. Das hätte Luke Skywalker schließlich vor der dunklen Seite bewahrt, wenn in Wirklichkeit genau das Gegenteil eingetroffen wäre. Diese Geschichte beweist, dass Obi-Wan sämtliche Hoffnungen für Anakin Skywalker verloren hatte. Als Vader Palpatine vernichtete, war Obi-Wan in Erstaunen versetzt. Vollkommen geschockt und emotional überfordert lernte er, dass Luke recht hatte, auch wenn er wenige Momente vorher dachte, dass alles verloren war. Kenobi war sich sicher, dass Luke nach seiner freiwilligen Entwaffnung sterben würde. So hätte Palpatine die Herrschaft behalten und Vader würde weiter als sein Schüler fungieren. Als Luke Anakin jedoch wegtrug, während das Imperium dabei war, auseinanderzufallen, musste Obi-Wan eine drastische Entscheidung treffen. Seinen Glauben in seinen alten Schüler durch Luke wiederhergestellt, nahm er so schnell er konnte Kontakt zum sterbenden Skywalker auf. Er gab Anakin hier eine Trainingseinheit in Lichtgeschwindigkeit, könnte man fast schon sagen, und die Möglichkeit, auch nach dem Tod als Geist weiter existieren zu können. Auch wenn Anakin total schockiert war, Obi-Wans Stimme zu hören, folgte er im Geiste seinem alten Meister und Kenobis letzte Lehre war erfolgreich. Obi-Wan sagte ihm wortwörtlich, dass er still sein sollte und ihm einfach zuhören müsse, um das zu erreichen. Als Auserwählter, erneut geleitet von der hellen Seite und durch seine angeborenen Machtfähigkeiten, konnte er im finalen Moment seinen beiden Meistern zur Seite stehen. Hier empfand der alte Machtgeist Obi-Wan nichts weiter als Stolz für Luke, als auch Stolz für Anakin. In diesem Moment, als der Tod des Imperators zelebriert wurde, vergab er Anakin vollständig, als er endlich neben ihm stand. Er verzieh ihm all seine Fehler. Und das, Freunde, ist die Geschichte, wie es im Buche steht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Unterstützt uns gerne mit einem Daumen nach oben. Eure 212.